ist der erste Gast, der heute zu uns kommt. Ich sehe ihn auch schon am Türchen Hallo. Stehen. Ist der Bodyguard vom Dalai Lama und er ist auch noch Astrologe. Herzlich willkommen, Till Ahrens. Toll, dass du da bist. Grüß Hallo. Hallo. Mua. Mua. Nimm Platz ja. Und wir haben noch einen zweiten Gast direkt mit am Tisch und das ist Michael Sagner, Arzt im UKE. Und er hat ein neues Programm erfunden, ins Leben gerufen, was sich mit der Gesundheit beschäftigt. Man höre und staune als Arzt. Herzlich willkommen, Michael Sagner. Kommen Sie zu uns in unsere illustre Runde. Ich grüße von Herzen. Ein Arzt, der die Gesundheit hat. Ah, ja, genau. Ist das nicht toll? Ja, das war was Neues. Oder? Also ehrlich gesagt, ich habe auch extra euch beide zusammen platziert. Ja, das weil ich passt finde, auch sehr gut. Ja, ne? Habt ihr euch schon kennengelernt im Gästeraum? Wir haben uns gerade schon unterhalten. Ja. Auf jeden Fall, es war schon sehr angenehm. Worum ging es? Um Gesundheit oder um den Gesundheit, Buddhismus? Beides, was ja sehr eng verknüpft ist tatsächlich. Ja. Okay, genau. Starten wir doch mal mit dem reißerischen Thema, nämlich ich habe dich auch anmoderiert als die Bodyguard des Dalai Lama. Ja, habe ich gerade mal gekriegt. Ja. Aber das ist ja tatsächlich so gewesen, ne? Ja, genau. Wie kommt man denn zu diesem Job? Das würde ich gerne mal wissen. Also dazu muss ich sagen, dass ich seit über 15 Jahren jetzt Buddhist eigentlich bin und sehr da interessiert bin am Buddhismus. Und ich habe auch vor vielen, vielen Jahren, schon einige Jahre her, habe ich Karate gemacht und da habe ich irgendwann mal den zweiten deutschen Meistertitel geholt. Aber das ist nicht das Relevante. Das Relevante war, sie haben Buddhisten gesucht, die vertrauenswürdig waren und gleichzeitig so ein bisschen Kampfsport-Erfahrung hatten. Ah. Deswegen bin ich da ziemlich leicht reingekommen und habe das auch sehr genossen, als Bodyguard für den Dalai Lama zu arbeiten. Ja, das glaube ich, aber wo haben die den gesucht? In der Mopo wohl kaum, sondern? Oh, nee, wir kennen uns in Hamburg. Ist ja, Hamburg ist so also eine kleine Szene. Okay, also die Buddhisten unter sich, da gab es irgendwo das Gesuch sozusagen. Genau. Okay, das heißt, du hast dich beworben. Ja. Und dann? Und dann bin ich genommen worden und dann haben wir mit mehreren anderen Kandidaten uns vorbereitet auf den Aufenthalt des Dalai Lamas in Hamburg. Okay. Und haben so ein bisschen Trainingsabläufe gemacht und so den Ernstfall geprobt und aber es ist eigentlich ziemlich ruhig verlaufen alles. Ja. Es war nett, der Dalai Lama ist einfach easygoing. Also und wer dem was tut, der muss aber auch wirklich Angst um sein Karma-Konto haben. Ne? Das muss man aber auch ganz ehrlich mal sagen. Du sagst es. Du sagst das, das würde sich, glaube ich, niemand trauen, hätte ich gesagt. Aber klar, für Sicherheit muss gesorgt sein. Was ist er für ein Mensch? Du hast ihn ja kennengelernt. Oh, er ist wirklich... Ist er überhaupt ein Mensch? Ja, natürlich. Er ist unglaublich easygoing. Er ist charismatisch. Er ist eigentlich ist er immer gut drauf und hat immer ein offenes Herz für alle. Aber gibt es Menschen, die immer gut drauf sind, wenn er denn ein Mensch ist? Also auch ein Dalai Lama ist traurig von Zeit zu Zeit, wenn er sieht, wie viel Leid es gibt und wie viel auch Tibeter durchlitten haben. Da kann doch auch mal die ein oder andere Träne fallen, selbst beim Dalai Lama. Ja. Hast du das gesehen? Hab ich gesehen. Ach, wirklich? Oh ja. Echt vor versammelter Mannschaft? Ja, vor Kamera auch, ja. Mhm. Ah, okay. Ja. Mitgefühl. Der Dalai Lama ist ein unglaublich mitfühlender Mensch und wenn er dann wirklich sieht, wie viel Leid einige durchgemacht haben, dann können wirklich auch dem Dalai Lama manchmal einige Tränen kommen. Okay. Ja. Gut, es ist jetzt ja nicht dein erster Beruf sozusagen, also jetzt Bodyguard des Dalai Lamas wäre auch Wahnsinn. So, du bist aber auch viel im Kloster gewesen, ne, als Buddhist. Ja, ich war jetzt gerade 4 Monate im Stück im Kloster in Südindien, in einem tibetischen Kloster. Schweigend auch noch? Nein, die Tibeter sind ziemlich lebensnah und easygoing und ich habe sehr viel meditiert. Es ging jeden Morgen um 5 Uhr los. Mhm. Und dann so ein Etappen den ganzen Tag bis abends um 21 Uhr, 21.30 Uhr und dann ein paar Stunden Schlaf und dann geht's weiter. Okay, 4 Monate am Stück warst du da? Ja. Das heißt, hast das irgendwie vorher gespart und dann losgefahren auf Reisen oder hast du da auch gearbeitet? Nein. 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 Also wirklich vorher erspart und dann, aber man braucht in Indien nicht viel Geld. Also der Flug ist eigentlich das teuerste. Und wie ist das eigentlich, wenn man dann wiederkommt? Da ist doch die Wiedereingliederung schwierig. Ich habe einen Freund, der war da, der kam wieder. Genau. Und vorher war der total hektisch. Und dann saß er da, dann kam er zu Besuch. Und nach einer Stunde musste ich echt los, weil es war auch so spontan, der Besuch. Ja. Und er so, was ich noch erzählen? Ah, nee, du musst los, ne? Sagt er, du hast es eilig, ne? Ich so, nee, wir sitzen schon eine Stunde hier. Der war auf einmal völlig langsam, macht gar nichts mehr. Ja, ist nicht einfach. Es ist ein großer kultureller Unterschied, würde ich sagen. Und man macht viele Erfahrungen in der Meditation und die westliche Welt ist schon anders, wenn man dann zurückkommt und
Aber ich bin hier und auf dem Fernsehen wieder. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Ein Medium, mal eine große Kamera. Aber du bist ja eigentlich Astrologe, sagte ich eingangs schon. Ja. Und das ist dein Hauptberuf. Ne? Du machst ja auch bei uns die Sterne. Ja, genau. Ja? Wie stehen die Sterne abschließend jetzt momentan? Wie sieht's aus für uns? Ich denke, die nächsten beiden Monate. Schon mal so ganz generell gefragt. August, September noch sehr entspannt. Für uns Blonden, was ich sage. Ach so. Ja, das hängt natürlich von eurem individuellen Horoskop ab. Das habe ich jetzt nicht genau untersucht, eins kenne ich ja noch nicht. Aber insgesamt sind die Sterne momentan sehr harmonisch. Es wird aber wieder. Astrologie ist eigentlich Entwicklungspotenzial. Das heißt, wir gehen immer wieder neue Phasen durch und müssen neu dazulernen und sind mit neuen Situationen konfrontiert. Aber ja. Das, letztendlich ist es ja so, Horoskop, also gerade Horoskop, weil du das sagst, das ist ja das, wo viele mal sagen, Astrologie ist Hokuspokus, weil, ja. weil diese Horoskope-Nummer irgendwie tatsächlich ja totaler Quatsch ist, wenn man sich das mal so durchliest. Aber diese Sternzeichengeschichte ist ja schon was euch beschäftigt quasi, wenn ihr euch damit befasst. Ja. Also meine Motivation war es ja auch, Astrologie zu lernen, um wirklich tiefer Einblick in die Persönlichkeit des Menschen zu erlangen und zu verstehen, was für Gesetzmäßigkeiten es halt noch gibt im Inneren. Dass wir also, man kann sagen, es gibt eigentlich sowas wie einen Masterplan, ja? Dass wir also nicht einfach zufällig unser Leben sich entwickelt, sondern dass es gewisse Anlagen gibt und Zeitqualitäten. Und je nachdem, in verschiedenen Jahren machen wir einfach verschiedene Themen durch und verschiedene Aufgaben, die sich uns stellen. Aber so dieses Mädchending, so, was ist das denn für ein Sternzeichen? Das ist Quatsch, ne? Ist nicht mein Ding. Ist wirklich nicht mein Thema, nein. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Zwillinge. Und was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Ja, ach, das passt gut zusammen. Ach, das passt gut. Siehst du, geht doch wieder los. Und, ich geh dann. Genau. Ich wollte gerade überleiten und sagen, Stier, das passt wahrscheinlich nicht so gut, ne? Wenn wir schon mal bei den Klischees sind. Nein, Stiere haben eine große Qualität. Sie können sehr tiefgründig sein und bodenständig. Also wirklich gucken, was auch pragmatisch funktioniert. Und ich glaube, das ist eine seiner großen Qualitäten, was ich bis jetzt gehört habe. Wir kommen jetzt auf die. Ja, das ist sozusagen sprechen. Schon mal die schleichende Überleitung. Genau. Wahrscheinlich ist es ja für dich auch mit dem, ich meine, als Arzt ist man ja von der Astrologie und von den Sternzeichen relativ weit weg irgendwie. Kommt drauf an, ja. In der Regel schon. Ja. Du bist Arzt am UKE, habe ich schon eingangs erwähnt, und hast ein Programm. Das nennt sich Life Steps. Genau. Ja. Erklär doch mal ein paar Worten, ich weiß natürlich, was es grob bedeutet, aber erklär doch mal ein paar Worten, was das sozusagen für dich und für die Welt bedeutet. Also grundsätzlich muss man vielleicht dazu sagen, was wir machen, was relativ neu ist. Wir wollen die Frage beantworten, wie ein gesundes Leben für den Menschen aussieht. Das ist eine relativ banale Frage zunächst, aber bisher hat sich niemand so richtig dran gemacht, das zu beantworten. Was ist die richtige Ernährung? Was ist mit körperlicher Aktivität? Was ist mit Stress? Was ist mit Emotionen? Was ist mit sozialem Umfeld? Man hat sich jahrzehntelang immer auf die Krankheiten konzentriert, aber Gesundheit war nie so ein richtiges Thema. Okay. Wir wollen das umdrehen, wir wollen die Leute gesund halten. Wir wollen die Frage beantworten, wie sieht ein gesundes Leben aus? Und all das, was wir heute herausgefunden haben, wollen wir in diesem Kurs Life Steps den Leuten beibringen und vermitteln. Okay, das, was ihr rausgefunden habt, ist konkret was? Ist die Faktoren, von denen es abhängt? Es sind vier Bereiche, die wichtig sind, in die man das einteilen kann, damit es so ein bisschen überschaubar wird. Das ist Ernährung natürlich. Die meisten Leute denken, dass Ernährung das Allerwichtigste ist. Es ist wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Dann körperliche Aktivität. Und da muss man den Leuten immer sagen, dass es gar nicht der Sport ist, den sie machen, sondern es ist die Bewegung, die körperliche Aktivität, die sie so tagsüber haben. Das muss nicht unbedingt Sport sein. Man muss aktiv sein, aber Sport ist nicht notwendig. Dann der wichtigste Bereich im Grunde ist das, was ich mit meinen Emotionen mache. Und deshalb haben wir uns gerade auch schon darüber unterhalten, wie gehe ich mit Emotionen um, wie gehe ich mit Stress um. Wir leben in einer immer schnelleren Zeit. Und der vierte Punkt ist soziales Umfeld. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was auch wieder Anknüpfungspunkte sind, denn das ist ja ein wichtiger Teil des Buddhismus auch. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie lebe ich mit anderen Menschen zusammen? Alleine geht's nicht, das wissen wir. Alleine kann man sehr schwer gesund zu bleiben im Körper und auch im Kopf. Ach wirklich? Ja. Wenn man alleine lebt? Ja, oder nicht, wenn man allein auf der Welt wäre? Nicht als Single, sondern wenn man
Das ist auch eine Frage, die häufig gestellt wird. Was bedeutet eigentlich Kontakt zu anderen Menschen? Wie hält uns das gesund? Es ist nicht die Anzahl der Freunde, sondern die Zahl der wirklich wertschätzenden Kontakte, die man hat. Mitgefühl, genau, die Qualität. Ja. Und durch die heutige Zeit werden Freunde im Sinne von Facebook, das ist ja keine Seltenheit mehr, dass man 100, 200 Freunde hat, aber sind das wirklich Freunde? Im buddhistischen Sinn nicht, denn man, und auch in unserem Sinn nicht, dass sie gesund halten, denn sie sind nicht wertschätzend, es ist kein Mitgefühl da. Im Gegenteil, ne, bei Facebook. Wahrscheinlich eher das Gegenteil bei Facebook. Minuspunkte, nicht nur im Karma, auf dem Karma-Konto, sondern auf dem Gesundheitskonto auch. Es ist die Wertschätzung, die man erfährt durch andere Menschen. Oh ja. Und heutzutage, was der Buddhismus seit Jahrtausenden schon weiß, das kann man heute eben nachweisen auch durch moderne Wissenschaft. Wir wissen, dass es im Zentrum, im Gehirn ein Zentrum gibt, im Zentrum der emotionalen Connection sozusagen, werden diese ganzen Dinge ausgewertet und können dann tatsächlich auch körperliche Schmerzen verursachen. Wenn ein Mensch, und das trifft auch auf unsere Kinder zu, wenn Menschen ausgeschlossen werden, wenn sie sich nicht zugehörig fühlen, dann verursacht das körperliche Schmerzen tatsächlich oder zumindest ein Äquivalent dazu. Okay. Also dieser Bereich der Emotionen ist natürlich, also weil Ernährung, weiß man wahrscheinlich so ungefähr, in welche Richtung es gehen sollte, leider Gottes. Und auch was die Bewegung anbelangt, auch wenn es nicht Sport ist. Aber diese emotionale Geschichte ist tatsächlich das, was du eben angesprochen hast, mit dem Ausgeschlossensein und so. Oder in welche, wie könnte man das noch ein bisschen weiterfassen? Also das sind zwei Bereiche im Grunde. Das ist zum einen, wie man mit sich selber umgeht. Wie geht man mit Emotionen um, mit seiner eigenen Geisteshaltung. Und das zweite ist die soziale Komponente. Wie gehe ich dann damit, wie trage ich das an andere Menschen heran? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und es ist absolut klar, dass wir alleine nicht glücklich werden können. Wir brauchen andere Menschen. Und das kennt eigentlich auch jeder. Man kann in einen Raum kommen, da ist ein Mensch, den man überhaupt nicht kennt. Der kann einem unheimlich gut tun, schon in dem Moment, wo man ihn sieht. Komisch, ne? Woran liegt das wohl? Ja, das ist limbische Resonanz, das ist eine Reaktion des Körpers. Ist dem geschuldet, dass wir in der Evolution immer in der Gemeinschaft gelebt haben als Menschen. Und wir haben ganz feine Sensoren dafür. Das kennt jeder, Bauchgefühl. Man findet jemanden sympathisch. Oder das, auch nicht, ne? Oder auch nicht. Ja, das wobei kann ja auch, im Buddhismus man eher sagt, dass man in die Richtung eigentlich nicht gehen sollte, ne? Also möglichst das versuchen. Oh. Das würde ich so nicht sagen. Also ich würde gerne mit den Emotionen anknüpfen jetzt, denn die ganze Welt redet ja beim Buddhismus immer, es geht immer um Erleuchtung. Und was bedeutet Erleuchtung eigentlich? Und Tatsache ist, dass Erleuchtung eigentlich bedeutet, wenn wir unsere Emotionen in den Griff bekommen, dann sind wir auf dem besten Wege, die Erleuchtung zu erlangen. Also es dreht sich auch im Buddhismus, genauso wie du das sagtest, alles um die Emotionen. Und der gesamte buddhistische Weg ist eigentlich ein Weg, die Emotionen in den Griff zu bekommen. Also sowas wie Ärger, Wut, Zorn, Hass, Eifersucht, Neid. Soll man nicht haben? Oder? Die haben wir ganz automatisch. Es geht darum, wie gehen wir damit um? Und da gibt es verschiedene Techniken, wirklich das zu üben, zu lernen, damit besser umzugehen. Und das ist wieder der zweite Punkt, nämlich dann auch diese soziale Komponente. Wenn wir lernen, mit unseren Emotionen besser umzugehen, können wir auch viel besser das miteinander, das mitmenschliche Miteinander regeln. Okay, das klingt jetzt gut, aber wie setzt man das dann praktisch um? Also letztendlich, ihr arbeitet ja am UKE, das heißt, ihr habt da so eine, da können Patienten hinkommen, ja, theoretisch. Aber ich meine, das wissen die wenigsten, ne? Ja, also das heißt, klar, Öffentlichkeitsarbeit, auch im Fernsehen kann man natürlich irgendwie Menschen noch aufmerksam machen, das ist natürlich irgendwie auch sinnvoll, ja, also gerade für den Zweck. Aber wie macht ihr das? Also wie habt ihr vor, da die Welt darauf aufmerksam zu machen? Ja, das ist im Moment etwas schwierig, denn die Menschen sind im Moment immer noch sehr fokussiert auf Krankheit. Und, also sie gehen erst hin, wenn sie was haben, quasi. Ganz genau. Auf die Suche nach Gesundheit oder nach was der Buddhismus oft oder was oft fälschlicherweise dem Buddhismus zugeschrieben wird, Erleuchtung. Denn Krankheit und Gesundheit bezieht sich ja nicht nur auf das Körperliche, sondern eben auch auf das, was im Kopf und in der Seele, sage ich mal, passiert. Und wir erleben einen sehr langsamen, aber doch spürbaren Wandel, dass die Leute sich damit beschäftigen, was hält mich eigentlich gesund, was kann ich tun, um gesund zu bleiben. Und eben nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Das dauert, das wissen wir, aber wir versuchen unser Bestes, das ist so schnell wie möglich. Okay, das dauert, obwohl ja die Erkrankung, man nennt sie ja, glaube ich, Zivilisationskrankheiten, genau, wie ja, Diabetes, also Typ 2 und auch genau, die Krebserkrankung, obwohl die ja drastisch zunehmen, muss man sagen, ja, hat man das Gefühl. Ist es so?
Die Krankheiten haben stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten und man kann viele dieser Krankheiten auch so einordnen, dass sie als lebensstilbedingte Erkrankungen bezeichnet werden können. Das heißt, dass sie durch persönliche Faktoren der Lebensführung, das heißt Ernährung, Bewegung, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit anderen Menschen um, zurückzuführen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass 30% aller Krebsarten ernährungsbedingt sind. Und die, ja, das ist Darmkrebs zum Beispiel. Das ist zu viel. Fleisch ist sehr ungünstig in der Entwicklung von Darmkrebs. Rotes Fleisch vor allem, wenn es gegrillt ist. Mhm. Ah, auch noch. Oh. Unseren Grill wollte ich auch. Ist auch jetzt gut, würde ich und sagen. Und auch hier eine wichtige Erkenntnis ist, dass es nicht das Extrem ist. Das ist ja auch Teil des Buddhismus, so wie ich das verstehe, dass es nicht das Extrem ist, sondern dass es immer ein Prozess ist. Mhm. Das heißt, wenn jemand versucht, gesünder zu leben und sich zum Beispiel im Ernährungsbereich gesünder zu verhalten, dann wäre es nicht eine Umstellung von heute auf morgen, sondern es ist eine Bewegung in diese Richtung, dass man sagt, ich versuche Fleisch etwas zu reduzieren zum Beispiel in meiner Ernährung, das wäre schon eine gute Entwicklung. Und im emotionalen Bereich auch, dass man versucht eben seine Emotionen besser zu kontrollieren und diese negative Emotionen, die werden entstehen natürlich, dass man sie versucht besser zu kontrollieren und vielleicht auch zu wandeln in positive Gefühle. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt, das Wandeln in positive Gefühle. Also eher das, also klar, klassisch, positives Sehen. Nein, ich würde nicht unbedingt das mit positivem Denken bezeichnen, sondern wirklich einen Weg zu finden. Das ist ja ein Klischee, ne? Dass man sagt, hier immer schön alles positiv, das ist so ein Deckel draufsetzen, alles ist gut. Aber so ist es ja nicht, wir haben ja Schwierigkeiten im Leben. Manchmal. Und es gibt, ja, doch, genau. Und deswegen Methoden und Wege zu finden, wirklich mit Negativität umzugehen, das einen Weg zu finden, dass damit konstruktiv umzugehen. Und da bietet der Buddhismus sicherlich auch eine ganze Menge an Methoden und Übungen. Okay. Ja. Das heißt, entweder zum Buddhismus oder ins UKE. Kann ich das abschließend sagen? Wir sind gar nicht weit voneinander entfernt. Im Grunde ist das, was der Buddhismus seit Jahrtausenden von Jahren praktiziert und auch vermitteln möchte, das, was wir heute in der modernen Medizin auch zeigen können. Ja, zum Beispiel Meditation. Mhm. Der Buddhismus, ich weiß nicht, seit wie vielen tausend Jahren das praktiziert 2500 wird. 2500 ungefähr. 2500 Jahre, wo Meditation praktiziert wird. Und erst in den letzten Jahren konnte man zeigen, was passiert im Körper. Ja. Dass durch Meditation tatsächlich das Angstzentrum im Kopf zum Beispiel kleiner wird. Dass man sich Dinge besser merken kann. Das kennt jeder. Wenn man gestresst ist und Angst hat, dann merkt man sich Dinge extrem schlecht. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum sich Kinder in der Schule so schwer tun. Und wenn sie unter Druck gesetzt werden. Ja, und wenn Moderatoren sich verhaspeln. Exakt, genau. Also ihr solltet auch nicht unter Druck gesetzt werden. Ja. Schwierig, ne, mit zwei so bewanderten Herren hier gegenüber. Nein, alles gut. Und das sind Dinge, die wir heute zeigen können. Mhm, die können wir tatsächlich nachweisen. Und vieles von dem, was der Buddhismus praktiziert, ist eben auch für die Gesundheit extrem wichtig. Ja. Und das sind Elemente, die wir heute genauso auch völlig fern jeder religiöser Färbung vermitteln. Und auch Teil von Life Steps ist unserem Lebensstil und Gesundheitsprogramm. Okay, also wenn jetzt jemand zuschaut, der gerne mal in diese Richtung gehen würde und sich da verändern würde, kann er raufschauen wo? www.lifesteps.eu. EU. Und da findet er auch den Kontakt sozusagen, wo er sich hinwenden kann, wenn er da Näheres braucht. Ja. Wenn er aber lieber sagt, ich probiere es mal mit Buddhismus und mit reiner Meditation, dann zu dir. Ja, ich unterrichte auch Meditation, ja, seit vielen Jahren inzwischen. Ja. Okay, gut. Also ich finde es wirklich spannend. Ich werde die Einladung wahrnehmen und auch mal vorbeischauen, um mir das mal anzugucken. Ja. Da gibt es auch auf jeden Fall noch Bedarf. Vielen Dank für euren Besuch im kleinen Fernsehgärtchen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem eine Grillwurst genießen können, weil ab und zu darf man ja eine kleine Sünde, ne? Natürlich. Natürlich. Und wir geben ab zu Thorsten, Tim Melzer am Grill heute.